Dieser mutigen Frau. Sabine Zapf hat etwas erlebt, was viele Eltern in der DDR durchmachen mussten. Ihr wurden die Kinder weggenommen. Und sie hat es gleich doppelt getroffen, denn Sabine sagt, die Stasi hat mir zwei Kinder gestohlen. Doch aufgegeben hat sie nie. Sie hat mehr als 30 Jahre nach ihnen gesucht. Und so gibt es jetzt zumindest schon mal ein Happy End. Jeder Spaziergang ist etwas Besonderes. Jede Unterhaltung kostbar. Jede Umarmung ein Geschenk. Es ist die Hoffnung, dass ihr Leid vielleicht endlich ein Ende hat. Seit mehr als 30 Jahren haben sich Mutter und Tochter nicht gesehen. Also beim ersten Treffen, also dieses Jahr im April, ich glaube, ich habe da gar nichts gesagt. Ich habe sie angeguckt, ich habe sie in den Arm genommen. So, dann habe ich geweint, ne? Und habe eigentlich immer wiederholt, es tut mir leid, es tut mir so leid. Weil ich mir im Grunde genommen die Schuld gegeben habe, dass ich sie all die Jahre nicht hatte. Sabine Zapf wurde bestraft dafür, dass sie sich gegen den Staat gewandt hat, versucht hat, aus der DDR zu flüchten. Deshalb, so vermutet sie, wurden ihr ihre Kinder weggenommen. Ihre Tochter Michaela verschwand nach einer OP mit nur 7 Monaten. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und weg war sie. Sie war weg. Ich habe gefragt, ja, wo ist sie? Ja, die ist zur Untersuchung. So, dann habe ich 1 Stunde gewartet, 1,5 Stunden gewartet, habe dann gefragt, ja, wo ist sie denn nun? Ja, das wird man Ihnen später sagen. Weil sie bei ihrer Flucht gefasst wurde, saß Sabine schon einmal im Gefängnis, kam allerdings auf Bewährung frei. Nun habe man sie dazu gezwungen, per Unterschrift ihre Tochter zur Adoption freizugeben. Sonst würde sie wieder verhaftet, müsste die 3 Jahre absitzen. Ich gebe hiermit die Einwilligung, dass mein Kind an Kindesstatt angenommen wird und verzichte darauf, Namen und Anschrift der Annehmenden zu erfahren. Ich hätte doch niemals freiwillig unterschrieben. Ich bin erpresst worden zu dieser Unterschrift, unter Androhung. Das ist eine Zwangsadoption und nicht freiwillig. Schuldig fühlt sich Sabine bis heute. Ich habe ihr gesagt, dir muss nichts leid tun. Doch. Nein. Also, weil sie kann ja selber auch nichts dafür. Sie hatte ja gar keine Chance, da überhaupt gegen ankommen zu können. Doch Sabines Last ist groß, denn auch ihre ältere Tochter Maren, so erzählt sie, wird ihr, als sie 3 Jahre alt ist, vom Staat weggenommen. Man hat mir im Grunde genommen, ich sag mal, das Herz rausgerissen, weil ich gar nicht wusste, warum im Grunde genommen. Und dann all die Jahre hat man mehr oder weniger nicht gewusst, wie man eigentlich weiterleben sollte. Denn mir hat ja immer was gefehlt. Sabine Zapfs Geschichte ist kein Einzelfall. Viele Frauen kämpfen darum, ihre Kinder wiederzubekommen. Wie viele Babys gegen den Willen der Eltern zur Adoption freigegeben wurden, ist ungewiss. Denn wenn überhaupt Adoptionspapiere existieren, sind die oft von den leiblichen Eltern unterschrieben. Wie in anderen Fällen auch in der DDR gibt es Hinweise, dass diese Unterschriften erpresst worden sind. Diese Erpressungsfälle sind durchaus nicht selten, aber die Aktenlage sagt was anderes. Die Unterschrift ist da, also ist davon auszugehen, dass die freiwillig geleistet wurde. Sie müssten heute beweisen, dass es anders war und das dürfte Ihnen nicht gelingen. Zwangsadoptionen galten in der DDR als Mittel, um politische Gegner einzuschüchtern. Die Babys wurden teilweise direkt nach der Geburt entführt, zu Totgeburten erklärt oder noch als Kleinkinder den Eltern weggenommen und in andere Familien gegeben. Es sind vornehmlich Elternadoptionswillige, wo sozusagen überprüfbar ist und geprüft worden ist, dass sie dafür stehen, laut Familiengesetzbuch die Kinder zu allseits gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Und das ist ja kein großes Geheimnis, das sind natürlich staatsnahe Personen. Nach der Wiedervereinigung wurden Zwangsadoptionen bald mit normalen Adoptionen gleichgestellt. Sie wurden im Einigungsvertrag nicht als Menschenrechtsverletzung erklärt. Bedeutet, die Täter haben offiziell keine Gesetze gebrochen. Deshalb können leibliche Eltern erst nach einigen Jahrzehnten die Adoptionsakten einsehen. Viele wissen bis heute nicht, was mit ihren Kindern geschehen ist. Schon 2018 berichteten wir über die Suche einer Mutter nach ihrem verschwundenen Kind. Carolas älteste Tochter soll plötzlich einen Tag nach ihrer Geburt verstorben sein. Für die junge Mutter unbegreiflich. Nachmittags um 3:30 hat man mir dann gesagt, tot. Das Kind ist tot und sie hätte Atemnot in der Nacht bekommen. Und man hat sie in die Charité gebracht
Und in der Charité ist sie halt verstorben. Ich habe dann noch keine Erklärung gehabt, ich konnte halt einfach gehen. Ne? Dann war ich zu Hause und hatte eben kein Kind mehr. Den Leichnam ihres Babys darf Carola nicht sehen. Die Familie beschleichen Zweifel. Carolas Mutter möchte Anzeige erstatten. Doch anstatt ihr zu helfen, habe die Polizei mit einem Verfahren gedroht. In Carola keimt ein Verdacht. Sollte ihr Kind leben und ihr aus politischen Gründen weggenommen worden sein? Ob das damit zusammenhing, dass wir auch nicht gerade, sag ich mal, linientreu erzogen worden sind. Ja? Da wurde ihm keine Fahne rausgehangen, da ging ihm keiner wählen. Dann nimmt man schon lieber so einer das Kind weg, als einer, die auch im FDJ-Hemd mal unterwegs ist. Ne? Diesen Verdacht wird Carola nicht mehr los. Jahrzehnte später stößt sie durch einen Zufall auf ein Foto, das alles verändern soll. Und dann kam halt eines Tages ein Bild, ne, in meine Hände. Ein Bild von einem kleinen Kind im Kindergarten, das ich sofort erkannt habe. Und natürlich dachte, es ist meine zweitgeborene Tochter, das ist Madeleine. Eine entfernte Bekannte hatte Carola das Bild zugeschickt. Und auch Tochter Madeleine glaubt anfangs, sich zu erkennen. Doch sie kann es nicht sein. Obwohl sich die Kinderbilder verblüffend ähneln. Carola wird stutzig. Sollte das ein Beweis sein, dass ihre älteste Tochter noch lebt? Die Bekannte von meiner Freundin war auch sehr hilfsbereit am Anfang, auch ihre Eltern. Aber als sie dann die Geschichte erfuhren, dass meine Mutter doch wahrscheinlich jemand anderes dort sucht, und dann hat sie dicht gemacht und dann kam gar nichts mehr. Carola recherchiert auf eigene Faust, schaltet eine Detektei ein und stößt auf Ungereimtheiten. In der Charité sei ihr Baby nie gewesen. Und auch die Aufzeichnungen aus dem Krematorium sind unvollständig. Alle Spalten sind leer. Da hat niemand gegengezeichnet. Da gibt es kein Datum der Einäschung. Da gibt es einfach gar nichts. In unserer Sendung bittet Carola um Informationen. Wendet sich an alle, die das Mädchen auf dem Foto kennen könnten. Ein Jahr später treffen wir Carola in Berlin wieder. Und tatsächlich, nach der Veröffentlichung des Fotos ist etwas Unfassbares passiert. Sie hat reagiert, sie hat sich auf dem Kinderfoto wiedererkannt und sie hat sich gemeldet. Jedoch nicht bei Carola selbst, sondern bei einer Freundin. Mit der habe ihre Tochter ausgiebig telefoniert. Ich weiß, dass es ihr gut ging während der Kinderzeit. Sie hatte ein gutes Elternhaus, was für mich unglaublich beruhigend ist. Leider ist sie nicht bereit zu einem Treffen mit mir, weil sie einfach Angst hat vor den Repressalien für ihre gefühlten Eltern. Diese Angst will Carola ihrer Tochter nehmen. Ich werde nichts tun, was sie verletzt, wovor sie Angst hat oder was sie nicht möchte. Auch wenn sie noch nicht miteinander gesprochen haben, der Glaube daran, dass ihre Tochter lebt, lässt sie endlich wieder freier atmen. So geht es auch Carolas Eltern. Endlich Gewissheit? Als dieses Foto auftaucht, sagt sie, hat recht, ihr habt, das ist unsere Enkeltochter. Obwohl sie traurig sind, dass ihre Enkelin keinen Kontakt möchte, können sie ihr Verhalten verstehen. Denn sie sind unsicher, wie viel Einfluss Mitarbeiter des damaligen Systems heute vielleicht noch haben. Und wahrscheinlich wird sie eingeschüchtert durch diese Bande. Ne? Und es kann man natürlich verstehen, diese Angst. Was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass sich ihre Tochter und Enkeltochter irgendwann doch noch bei ihnen meldet. Das ist halt mein Kind. Und das wird sie immer sein, egal wo sie ist. Sie ist mein Kind. Ich habe sie geboren und ich habe sie nie weggegeben. Ich vermisse sie halt bis heute. Auch Sabine Zapf kämpft bis heute mit ihrer Vergangenheit. Deshalb engagiert sie sich in der Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR. Trifft andere Eltern, die wie sie glauben, ihnen seien Kinder geraubt worden. Das Gefühl, mit ihren Sorgen nicht allein zu sein, hilft ihr. Für mich ist es ein Halt, ein sehr wichtiger Halt, wo ich mich auch austauschen kann mit anderen Müttern, Vätern. Das ist für mich sehr wichtig. Auch der Rückhalt ihrer Familie ist für Sabine unersetzlich. Die Gewissheit, dass ihr Michaela dieses Mal nicht genommen wird. Dass sich ihre Tochter nicht abwenden wird, weil sie ihr glaubt. Für Sabine ist es auch ein Zeichen von Vertrauen, dass Michaela ihr nun ihren Enkel vorgestellt hat. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Das Einzige, was wir machen können, nach vorne gucken. Ja, nach vorne gucken. Ne? Also das ist auch das, was zählt, denke ich mal, für uns. Ne? Dass man das Alte dann, ich sage mal, wie so ein Buch zuklappt und dann wirklich nur noch das Schöne hat. Es ist nicht einfach. Viel hat Sabine verloren, doch sie will nicht aufgeben. Und so ist jeder Tag ein behutsamer Versuch, alte Wunden zu vergessen. Ihr Glück im Jetzt zu finden und es festzuhalten.